Hey Leute, hier ist Anzu und ich befinde mich jetzt in Berlin und bin gerade auf dem Weg zur Botschaft und ja genau, ich werde mich jetzt sozusagen zur Botschaft machen, um dann endlich mein Visum zu beantragen. Übrigens wollte ich euch auch nochmal mein T-Shirt zeigen. Schaut mal. Tada! Ich bin übrigens zu Fuß unterwegs, weil ich mir dachte, so Geld und so und ich habe Zeit, also kann ich auch zu Fuß gehen und ja, deswegen laufe ich jetzt sozusagen zur Botschaft. Es dauert ungefähr eine Stunde, aber ja, was soll's. Wir haben es übrigens so gut wie geschafft. Das sind jetzt vielleicht noch 10 Minuten oder so. Yay! If you lose my beating heart from the stars above. So, wir sind jetzt angekommen an der japanischen Botschaft und ich gehe da jetzt rein und ich weiß nicht, ob ich da drin irgendwas filmen werde oder darf oder keine Ahnung, deswegen, ja, ich gehe da jetzt auf jeden Fall rein und beantrage mein Visum. Also so schnell wie ich dann da war und drin war, so schnell war ich dann noch wieder draußen. Es geht mega schnell. Man kommt halt da an, dann muss man durch so eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen, dann geht man rein, gibt seine Unterlagen ab und dann sagen sie, ja gut, tschüss und sie dürfen wieder gehen und ja, jetzt bin ich fertig. Der Plan ist jetzt halt, dass ich noch ein paar Freunde treffe und dann morgen direkt weiterfahre und mir wird mein Visum dann sozusagen nächste Woche per Post zugeschickt. Also mal sehen, ob das alles so klappt. Ich glaube, ich muss mir für Japan ein Stativ besorgen. Das heißt, dass ich meine Kamera ein Stück weiter weghalten kann oder so. Aber es ist voll schön hier so. Voll der grüne Park. Ungefähr. Also ich war Donnerstag in Berlin bei der Botschaft und heute ist Mittwoch. Und eben war die Postbotin da und sie meinte, sie hat einen Brief per Einschreiben dabei. Und ich dachte mir so, das kann nur mein Visum sein. Dann habe ich sofort aufgerissen und geguckt, ob ich mein Visum bekommen habe oder nicht. Und hier ist jetzt mein Reisepass. Und hier ist so dann das reingeklebt. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Ding, was hier ist, das ist halt dieses Certificate of Eligibility, worauf ich halt monatelang gewartet habe. Das wurde hier auch nochmal reingetackert. Also es ist hier festgetackert. Ja, keine Ahnung, warum das damit drin ist, aber scheinbar muss das so sein. Und auf jeden Fall habe ich jetzt mein Visum und das heißt, in 11 Tagen geht es wirklich nach Japan und das Ganze für ein ganzes Jahr lang. Und ich bin immer noch in diesem Modus, dass ich mir denke, nein, das passiert eigentlich nicht, aber doch, verdammt doch, es passiert und zwar in 11 Tagen. Bevor es dann richtig mit Japan losgeht, gibt es vielleicht ein, zwei Videos noch zur Konichi. Ich packe nämlich auch gerade mein Zeugs für die Konichi, weil ich der Meinung war, eine Woche bevor ich nach Japan fliege, will ich nochmal auf eine Con gehen. Und ansonsten gibt es dann bald ganz, ganz viele Videos aus Japan. Und wenn ihr euch darauf genauso freut wie ich, dann vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Checkt auch gerne mal meinen Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, alles mögliche einfach aus, weil ich da auch ganz, ganz viel posten werde. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und bald vor allen Dingen in einem Video aus Japan. Oh Gott, es passiert wirklich. Hashtag surreal, immer noch.